So, und da sind wir wieder bei The Forest. 6 von Hallo. 7. So, wir müssen jetzt durch. Ah. Nein. Das ist nicht nur ein Bein, ich glaube, das ist der ganze Körper. Nee, bei mir war hier nur ein Bein. Bei mir war hier der Körper. Den hatte ich Okay. auch schon. Mir fehlen halt die Arme. Mir fehlen Arme und Körper und Kopf. Mach mal mehr Licht. Achtung, hier könnten Gegner spawnen. Besonders hier. Die liegen ja immer noch Steine. So, mittlerweile dürfte hier jetzt auch was liegen. Oder auch nicht. Ich meine, da letztens was gesehen zu haben, dass da jetzt was liegt. Hier liegt was. Was denn? Aber ich. Ein Bild mit einem X drauf. Ach, dann habe ich schon. Das ist eine Schatzkarte. Okay, was ist da? Für die Waffenteile. Die kannst du ja eh nicht nehmen. Bombe, hast du eine? Ja. Dann würde ich da unten nicht stehen. Gute Idee, warum nehme ich eine Dynamitstange, wenn ich einfach eine selbstgebastelte Bombe nehmen kann? Wirft man die oder? Ja. Kannst du auch da dran kleben? So, und jetzt brauche ich eine Uhr, Fuß, Münzen. Kassette Nebenwirkung. Was muss man alles für eine Bombe kombinieren? Ach, CPU, genau. Und Klebestreifen. Klebestreifen jetzt auch? Ja. Heute sind die Dinger tatsächlich teuer. Ja, damit die ganzen Kiddies da nicht mit rumwerfen, weil das eh nicht so viel bringt, außer hier durchzukommen. Haben die nicht gesagt, das wäre jetzt immer offen, wenn man das macht? Hast du die Kassette genommen? Ja, ich schau grad. Hast du eigentlich Die den habe ich. Camcorder? Ja. Gucke ich Also, mir das nee, jetzt auch. die. Ich habe den Kassettenrekorder. Ja, du brauchst den Camcorder habe ich Camcorder nicht. hier. Ah. Hab mich schon gewundert, warum ich die Kassette jetzt nirgendwo sehe. Ach, da sind jetzt die Batterien. Ja, da zappelt einer ganz schön rum. Das war aber auch schon. Da hat nur einer rumgezappelt. Sollen wir dir den Camcorder auch noch holen? Keine Ahnung, ob du da Bock drauf hast. Dann kannst du dir immer schön was angucken, wenn ich nicht da bin. Wenn du eh schon so eine Kassette hast. Hinterher kann was kommen. Hier war nämlich letztens auch was, als wir hier waren. Deswegen begebe ich mich erstmal auf ein höheres Level und guck da. Obwohl war hier letztens was, als wir hier waren. Ich sehe nämlich gerade nichts. Das wollte ich nur schnell gemacht haben. Hier müssen wir lang. Mit. Medizin, Medizin, Medizin. Snack kann ich auch nicht mitnehmen. Und hier hatte ich ja einmal über der Decke was hingebaut. Ja, ich erinnere mich. Da wollte ich hier ja überall Licht haben.
Kann man noch speichern. Falls sie hier halt gefangen gewesen wärst, dann hättest du hier speichern können. Eigentlich sollten wir uns schon längst aufwärmen. Ja. Soll ich mal eben eine Axt fertig machen? Dann musst du das nicht machen. Na gut. Na komm mal her. Schön warm. Das halt so gut wie keiner weiß, ne? Dass du damit einfach deinen Mitspieler aufwärmen kannst, ne? Das würde so viel helfen. Der Tauchanzug sieht bescheuert aus an dir. An dir auch. So, das Feuer halte ich mir nochmal. Ist da hinten irgendwas? Ja, da sind wir schon eben, da haben wir durchgeguckt. Ach so. Jetzt hast du ja die kleine Ex, also kannst du da auch so vorbeikommen, weil letztes Mal hattest du die nicht und da musste ich dir da was hinbauen, damit du da drüber kommst. Ja, das waren noch Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie lang das her ist. Schau nicht. Locker 50 Folgen oder so. Kommt hin. Da hatte ich mir hier unten Fische gefangen, die ich dann da oben gebraten habe. Hier gab es Fische. Ja. Hier nicht, aber eine Höhle weiter unten. Da könnte man jetzt hoch theoretisch, aber das wird keinen Sinn machen. Hier kann man auch so rüberspringen. Mache ich aber nicht. Wie weit nach oben du gegangen bist extra dafür? Du könntest ja, theoretisch halt bis ganz oben hochklettern und dann einfach nach links hoch, ne? Und hier ist die Plattform, sogar noch mit dem Bilderrahmen und deinem Häuschen. Ja, ich hab's mir hier halt gemütlich gemacht. Ich hab dir da sogar Licht hingestellt. Stell ich hier auch noch hin. Aber das hier könnte man echt hospitabel machen, diese Höhle. Ja. Einziges Problem ist, dass man hier kein frisches Wasser hat. Ja, wenn man nur das Wasser hier benutzen könnte, ne? Ja, das wäre schön. Das müssen die auch noch einbauen. Sonst ist das Spiel auf jeden Fall nicht komplett. Ich würde sogar sagen, dass dieses Wasser hier wahrscheinlich ein bisschen besser ist, als das, was da draußen ist. Das glaube ich auch. Obwohl es natürlich auch irgendwo eigentlich nur Regenwasser ist. Ja, aber hier ist es fließendes Regenwasser. Macht das einen Unterschied? Ja, weil sich in stehendem Regenwasser sehr schnell Keime absetzen. Klar, wenn dieses stehende Wasser dann fließt, hilft es auch nichts. Aber quasi bei fließendem Gewässer kann man sicher sein, dass es quasi es nicht so viel Zeit hatte, dass sich da wirklich schlimme Keime drin haben absetzen können. Habe ich jetzt eine zweite Taschenlampe gefunden? Du hast einfach eine Taschenlampe gefunden. Kann er mal aufhören, den Pinsel so zu halten? Hast du die rote Farbe mitgenommen? Ja.
Mal währenddessen hier ins Buch. Okay. Was sagt eigentlich die Liste? So viel habe ich da jetzt nicht durchgestrichen. Obwohl. Ja, das gilt als durchgestrichen, diese Striche. Ich habe gedacht, da wäre was anderes mit Ist durchstreichen. meine To-Do-List. Ich muss noch Timmy finden, Defenses upsetten, Hanging Cave exploren, Wo könnte denn Pleasant Higashi Cave. K sein? Oder Bell T oder Bell P? Oder Best M? Best Megaterrorist? Oh, ich bin krank. Echt? Warum? Keine Ahnung, steht hier. Wahrscheinlich, weil wir die ganze Zeit in der Kälte waren. Wirklich. Ich habe mal schnell Aloe gegessen. Oder du wurdest geschlagen. Ja, das wird er sein. Wobei Ja, meine ich habe da Rüstung noch nämlich voll nicht. ist. Ist übrigens gerade ein Tag vergangen. Wenn hier einfach mal so ein Typ drin stehen würde, ne, das wäre das Gruseligste überhaupt. Wenn du hier durchläufst und dann steht da plötzlich einer drin. Aber das passiert hier nicht. So, hier haben wir noch Holz. Brauchst du noch Holz? Erstmal brauche ich noch Tausende von Münzen. So, Licht können wir wieder ausschalten. Boah, ich brauche was zu essen. Ist jetzt vielleicht nicht das beste Essen, aber es ist Essen. Das wird fürs Erste erstmal reichen, bis wir zur nächsten Basis kommen. Und da sind vier Leute. Und da ist noch ein Typ. Ich fände das cool, wenn man die hier markieren könnte. Da ist noch einer. Hast du gerade die Schildkröte angegriffen? Ja. Ich hatte Hunger. Und dann hat sie Hast du. sich schon in den Panzer verzogen. Muss auf Kopf zielen. Umgehen wir die. Na gut. Auch wenn die uns sehen, dann umgehen wir die trotzdem. Wofür habe ich denn die ganze Stealth Armor? Ja, der hat die schon gesehen. Komisch, dass die dich sehen, aber nicht mich. Ja. Bin da wohl ein bisschen stealthiger. Das ist möglich. Treff den hier trotzdem nicht. Die ist hier unter den Stein gelaufen. Hier kann man ja auch richtig coole Basen einfach oben drüber machen, ne? Okay. Habe ich auch schon gesehen bei bestimmten Leuten. Ich will da unbedingt einen riesigen Tempel drüber machen. Okay. Mit so einem Aufzug in der Mitte. So ein Pyramidentempel, kennst du ja von den Mayas. Ja. So, dann hole ich mir aber was zu essen. Tu das. Ist nicht so gesund. Oh Gott, ich habe schon 600 Kalorien. Ich hab 800. 405. Das Essen hier ist nicht gut. Gibt 200. Ist besser als jetzt irgendwas von dem Drying Rack zu essen, aber. Du musst Kalorien essen, sonst wachsen deine Muskeln nicht. Ach, hör auf mit der Scheiße, ist alles Mythos. Du Fast musst schon ein groß und Mythos auf stark werden, Gaming. mein Junge. Was? Ansonsten futter ich. Du musst groß und stark werden, mein Junge. Ja.
Gib mir Spinat. Ah, ich futter hier erstmal die Blaubeeren, ja. Ja, ich auch. Die geben nämlich wenig Kalorien und sind sehr nahrhaft. Warum sind hier so viele? Ich hab eine Echse getötet. Oh, ich weiß noch damals, als ich das hier mal niedergebrannt habe oder dagegen schlagen musste, damit ich überhaupt was sehen konnte, wenn ich was gebaut habe. Zum Beispiel das da. So. Und wir sind wieder da. Warum bist du noch da hinten? Ah, wo bist du denn? Wieder zurück. Okay, ich komme. Ich hole mir jetzt was Vernünftiges zu trinken. Und dann werde ich eben kurz was einpflanzen, bevor ich weitermache. Und dann holen wir uns noch hier bisschen Baumstämme. Okay. Ach, da bist du. Du bist ja noch rot, ne? Du bist noch rot, oder? Von der Farbe her? Ja. Ja. Guck an dir runter. Habe ich schon. Ja, bist du denn rot? Ja. Das hält die ja immer noch ab. Ich habe hier eben, als ich hier in der Nähe war, ein bisschen Licht gesehen. Kann sein, dass hier Gegner sind. Deswegen passe ich hier mal auf. Wäre nicht das erste Mal. Warum ich den Rest jetzt auch noch davon esse, weil ich weiß, dass der ganze andere Rest hier verschwinden wird. Das wäre sonst Verschwendung. Und so kriege ich immerhin Sehen. noch mal Bärensamen. Ich hänge mal ein bisschen Zeug. Ach, das ist der Hasen-Drying-Rack. Ist hier irgendwo ein freier Drying-Rack, wo ich Zeug aufhängen kann? Bist du jetzt ins Waterfall Camp gegangen? Ja, lag auf dem Weg. Oben ist ja eigentlich noch einer. Okay. Ich habe nämlich gerade mal wieder einen Reh getötet gehabt. Also bei meinem Haus oben. Ach, ich komme einfach mit in deine Richtung. Ich war hier schon so lange wieder nicht mehr. Nur kurz, als ich hier durchkam. Wie du dafür extra den ganz, ganz langen Weg nutzt. Und ich laufe da einfach rüber. Gehst du direkt zum Arbeitspunkt oder? Hatte ich jetzt vor. Okay. Hier oben ist ja die lange Zipline. Wenn ich jetzt einfach vor dir da bin, ne? Müssen wir ja auch noch aufbauen, dass man von dem einen Häuschen da auch noch zurück zum Arbeitspunkt kommt. Obwohl das jetzt nicht so weit ist. Kann man eigentlich so lassen. Ja, ich bin vor dir da. Wo bist du denn? Im Arbeitshäuschen. Ach so. Aber hier ist auch schon voll. Gut. Du könntest in dem anderen Haus dort unten gucken.
Oder wir fangen endlich mal dort hinten an, Dragon Rack aufzubauen. Das wäre auch eine Idee. Ich rutsch da schon Der mal Ring ist rüber. frei. So, wo kann man hier denn am besten Drying Rack hinmachen? Am besten wäre es ja oben auf dem Dingens drauf, ne? Auf dem Baumhaus. Ja. Andererseits wäre das hier, weil das hier auch schon ein Lager ist, wahrscheinlich besser, wenn man es unten hätte. Wiederum hätte man dann hier ja noch Gegner, die das Essen dann stehlen könnten. Ich hätte das Triangle jetzt hier ins Häuschen gehangen. In welches? Hier. Das ist ein Wehrgang. Also wirklich. Und wie sieht's mit dem Steinhaus aus? Das ist ein Turm. Der sollte jetzt eigentlich nicht dazu da sein, damit man sich da jetzt voll frisst. Na gut. Ich mach das hier oben hin. Heißt ja auf Deutsch Trockengestell. Das? Ja, locker. Lässt du mich noch durch? So, sobald wir das hier weitergebaut haben, wird man da auch leichter drankommen. Kann man ja hier einmal Bald ganz war rum. ich fertig gebaut. Weil ist fertig gebaut. Ich wollte gerade auf die Plattform springen, aber die hat noch nicht existiert. Soll So, ich da dann. einfach mal ein bisschen beim Steine sammeln helfen? Findest du das interessanter? Ja. Gut, wenn du meinst, aber ich weiß nicht, ob das dann noch so effektiv ist. Ob dann noch die Steine nachspawnen. So wie sie es jetzt bei mir tun. Außerdem kommen die ganze Zeit, wenn man die Steine da holt, diese Riesenspinnen. Ich weiß, dass der Wurly da total ein Problem mit hat. Wenn der Steine sammeln muss. Deswegen war der auch bisher nur in einer Session. Das waren, glaube ich, Weil er zwei Folgen. Angst vor Spinnen hat. Ja, weil er Angst vor Spinnen hat und generell vor dem Spiel. Aber selber dann immer Dead by Daylight oder so eine Kacke zocken. Oh, das ist so gruselig. Das ist fucking The Forest. Wenn ich das Spiel Apropos da. Forest, ich habe gehört, dass es auch eine Organisation bis jetzt gibt. Was? Ja, Fucking the Forest ist eine Gruppe, die quasi Porno produziert und deren Einnahmen dem Umweltschutz spendet. Fuck in the forest oder fucking the forest? Nee, ich glaube Fucking the Forest. Jedenfalls ist das einzig Gruselige, wo du dich wirklich vorfürchten müsstest. Ich. So. Jetzt wird es ja schon fast philosophisch. Ja, was soll ich denn sagen? Ich habe hier ein ganzes Imperium aufgebaut. Mit meinen Sklaven. Und ganz ehrlich, ja, da willst du dich doch nicht mit anlegen, oder? Vor allem im Real Life, wenn das jetzt echt so wäre, ne? Dann würdest du dir so denken, ja geil, hat er erstmal Zivilisation gebaut. Wie hat er das hingekriegt? Und So warum viel ist der Zeit so gehabt. dick? Ist mein Charakter eigentlich noch so dick? Nö. Ja, das kannst du nicht sehen. Ich muss auf Englisch stellen dafür. Keine Ahnung. Das ist eine gute Logik. Hey, meine Stärke ist raufgegangen. Meine Stärke ist auf 14 runtergegangen. Jetzt ist sie nur noch bei 10,1.
Dafür wiege ich jetzt aber nur noch 199 LBS. Bauspar.de. Ich wiege 155 LBS. Ja, aber du hast auch neu angefangen und bist gestorben. Glaube Gut, ich. Mann. Du hast auf jeden Fall noch nicht so lang gespielt wie ich, deswegen. Jetzt steht da komisch sammeln Steine. Ach, du steht da immer noch. Naja, ich sehe hier gerade, wir haben schon wieder 25 Minuten. Und ich würde Okay. mal sagen, das wäre es für diese Folge. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge und gleichzeitig der letzten Folge in dieser Session. Ciao. Ciao.